Tages. Vielen lieben Dank. Du bist seit der ersten Folge mit dabei. Wie ist denn das eigentlich für dich, jetzt so lange schon hier am Set zu sein? Im Grunde ist es für mich natürlich ein zweites Zuhause. Ich habe mit 7 angefangen. Also die erste Probe war, glaube ich, sogar mit 6 und Casting sowieso. Das heißt, ich erinnere mich nur noch sehr, sehr dumpf an eine Zeit ohne dieses Studio, in dem wir gerade sitzen. Hier vorne ist das, ist mein Kinderbett und das Sofa, auf dem meine Mutter mir Kekse gegeben hat, also meine Filmmutter Klaus Kekse gegeben hat. Und das ist natürlich alles sehr vertraut. Also ich kenne jeden Weg blind, weiß, wo man lang muss, wo was ist, wo welche Steckdose ist. Ja gut, zwischendurch wurde renoviert, jetzt musste ich mich nochmal umorientieren. Aber im Grunde ist ja alles beim Alten geblieben. Das ist natürlich der eine Punkt. Das andere ist, dass natürlich so Dinge passieren wie, ja wow, eben war ich noch ein Kind und jetzt habe ich meine erste Freundin hier. Dann plötzlich wird geheiratet, man zieht weg. Dann kommt Fremdgehen, Kind, Scheidung, jetzt die zweite Scheidung ist ja auch schon wieder durch. Das sind so Dinge, wo man, wenn man rückblickend drauf schaut, einfach sagt, okay, welcher Figur kann man das als einzelner Schauspieler eigentlich mitgeben? Also man würde bei einem Film, würde man das in 3 Etappen, weiß ich nicht, da würde im Drehplan stehen, Rolle Klaus Kind, Rolle Klaus Teenie, Rolle Klaus Erwachsen. Und das ist natürlich ziemlich einmalig, wenn man so einen langen Zeitraum abdecken kann. Ne? Es gibt ja relativ wenig Serien, in denen das möglich ist, über so einen langen Zeitraum zu spielen. Und dann kommen so Dinge wie, dass die Lindenstraße ja im ersten Jahr sehr harsche Kritik einstecken musste seitens Presse, Öffentlichkeit. Die sagten, na, das ist alles scheiße, kann man nicht gucken. Das klappt nie. Und Hans Geisendörfer, unser Produzent, hat sich hinreißen lassen zu behaupten, Klaus Beimer kriegt noch seine erste Freundin in dieser Sendung. Und als dem so war, habe ich ihn darauf angesprochen. Ich sagte, hast du damals recht behalten. Das war genau so. Sagte, so, und jetzt gucken wir, dass du Enkelkinder kriegst. Wie ist es, zusammen mit einem Kind zu spielen? Von der reinen Arbeit, vom Spielerischen her, ist es eigentlich kein Ding. Es ist natürlich anstrengender, mit Kindern zu arbeiten als ohne. Das liegt zum einen daran, dass man nicht so viel Zeit am Tag machen kann. Man muss also häufiger ansetzen, um zu drehen. Dann probt man oft ohne die Kinder und dreht dann quasi mit Kind ins Blaue. Das war, als ich klein war, noch nicht so. Da haben wir noch mit Kindern geprobt. Das heißt, man spielt mit einer Plastikpuppe oder mit einem, wir haben glaube ich einen Stoffhasen in meiner Wohnung, mit dem gespielt wird, so einen großen. Und mit dem wird dann gespielt, bis gedreht wird und dann gehen wir es einmal mit dem Kind durch und dann geht's los. Das machen wir aber mit allen Kindern so. Du hast gerade gesagt, dass du dadurch, dass du schon so lange hier bist, ist es für dich quasi wie ein zweites Zuhause. Ist es dann auch so, dass zum Beispiel mit Marie-Louise, dass sie auch so ein bisschen wie deine Mama zum Beispiel ist oder Ersatzmama? Jein. Also das liegt zum einen eigentlich nicht. Das liegt zum einen daran, dass ich natürlich als Kind vielleicht 30 Nachmittage im Jahr hier war und dann 4 Stunden vielleicht. Ich glaube, das war damals die Regelung, hat sich geändert, ist heute noch weniger Stunden. Das heißt, ich habe Marie-Louise Meyern im Zweifel alle 2 Wochen für 4 Stunden und vielleicht 3-mal im Jahr zum Essen oder weil man sich so getroffen hat, gesehen. Da entsteht natürlich kein Mutter-Sohn-Verhältnis in dem Sinne. Nichtsdestotrotz ist viel, viel später ein familiäres Verhältnis entstanden. Das entspricht aber eher einer entfernteren Verwandten, die man aber erstens sehr gut kennengelernt hat über die Jahre und mit der man sich sehr gut versteht. Also es ist eher eine Tante vielleicht, so, die nicht um die Ecke ist und nicht auf einen aufgepasst hat. Weil natürlich hat mich noch, die hat mich nicht ins Bett gebracht, die hat mir keine Lieder vorgesungen, die hat mich nicht mit irgendwelchem Schleim gefüttert, als ich klein war. Und da kommt ja auch sehr viel Beziehung zu den Eltern auch her. Dieses Urvertrauen ist ja auch dann, es war schon hergestellt, als ich hierher kam. Und daher ist es im Grunde ist es so eine Mischung aus Fastverwandtschaft und sehr freundschaftliche Ebene einfach geworden. Aber das Vertrauen ist halt sehr groß. Und das liegt aber vor allen Dingen auch daran, dass das natürlich später auch nochmal intensiviert wurde als Erwachsener mit mehr Arbeit hier, mehr Termine gemeinsam machen, dass man auch mal gemeinsam was unternehmen kann. Also und nicht nur radeln gehen mal für einen Tag und dann geht der Junge wieder nach Hause, sondern hat einfach ein inniges Verhältnis entwickeln. Wie ist das mit den Leuten auf der Straße? Kommen dann nicht viele und sagen, ach Mensch Klaus, hi, wie geht's dir? Ja, selbstverständlich. Erstmal, das ist eigentlich immer so, wenn du in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit stehst, dass Leute kommen. Bei mir Gott sei Dank meistens sehr positiv, weil auch mein Charakter, den ich spiele, eher positiv besetzt ist. Das geht Kollegen, die böse Rollen spielen, natürlich anders. Da kriegt man auch auf der Straße schon mal Schimpfe und Schelte. Aber eine Sache hat sich geändert über die Jahre. Ich werde nicht mehr als Klaus Beimer erkannt, sondern also zwar schon nochmal benannt, aber die Leute wissen schon, das sind Schauspieler und auch die meisten wissen das. Oder durch Let's Dance vor 2 Jahren war es dann so, dass auch viele meinen richtigen Namen plötzlich kannten, was als Seriendarsteller oft nicht der Fall ist. Ja, zumindest in so einem Ensemble-Serie wie bei uns. Aber früher war es wirklich so, dass die Leute uns ja für echt gehalten haben. Also nicht die Leute alle, natürlich, Gott bewahre, aber ziemlich viele haben gedacht, das ist echt.
von Briefen, Beileidsbriefen bei Todesfällen zu den Fällen, wo man einziehen wollte hier, aber eben auch auf der Straße, dass man wirklich angeschimpft wurde, wenn man frech zur Mutter war hier, dann gab es halt Ärger auf der Straße. Und dann kam ein Ömchen von dem an und sagt, Klaus, so geht das aber nicht. Und überhaupt, was bist du mit 12 eigentlich allein in Köln? Ne? Das geht ja gar nicht. Und ja, das hat sich sehr geändert. Ich denke, das liegt sehr stark an Reality-Shows, viel wahrscheinlich auch an DVDs, wo man dann doch sieht, dass die meisten Leute dann in einer Form Making ausgeschaut haben von verschiedensten Formaten und man das so ein bisschen trennen kann. Ja. Wie würdest du die Lindenstraße für jemanden, der sie jetzt nicht kennt, in einem Satz beschreiben? Es ist im Grunde das wichtigste gesellschaftskritische und sozial prägende Fernsehformat, das wir in diesem Land je hatten, würde ich behaupten. Das heißt, szenisches Format. Du identifizierst dich dann auch privat ein bisschen mit der Lindenstraße oder zumindest mit den sozialen Themen, die hier angesprochen werden? Also es ist natürlich nicht jedes Thema, was hier bearbeitet wird, ist meine Meinung. Dafür bin ich auch nicht hier. Ich bin Schauspieler und nicht Messias oder wir sind ja keine Sekte, die verlangt, dass wir immer das Gleiche meinen. Aber im Grundlegenden muss man ja sagen, dass Lindenstraße unheimlich viel erreicht hat und immer wieder auch erreicht an Themen, die früher mal Tabuthemen waren. Erster Kurs, Schulerkurs, erster AIDS-Toter. Diese Tierschutzgeschichte, die Nazi-Zeit, das wurde, das muss man sich vorstellen, das wurde bevor Solingen und Hoyerswerda dran waren, wer sich daran leider noch erinnern muss. Das war ja 2 Jahre vorher geschrieben, was wir da gemacht haben. Und auch 5 Monate vorher schon oder 4 Monate vorher gedreht. Und es kam mehr oder weniger punktgenau. Also da merkt man, wie nah die Autoren und das Produktionsteam versucht, am Puls der Zeit zu sein. Passt es auch mal um 3 Monate, kann man ja nicht lenken, aber es geht darum, so gesellschaftliche Strömungen auch herauszufiltern, zu sehen. Und das ist eine Sache, die, obwohl wir natürlich jetzt keine großen Skandale mehr machen können, machen jetzt andere Sender heutzutage, brauchen wir nicht mehr, Tabuthema existiert wohl nicht mehr. Aber über einen szenischen Weg, allen Leuten, die das schauen, aktuelle Themen nahezubringen, aufzuarbeiten und gleichzeitig eine schöne Familienserie zu haben, die man auch schauen kann, wenn man sagt, ja, was der Klaus jetzt gerade wieder an poetischen, politischen Kram erzählt, ist mir jetzt mal gelinde gesagt, egal. Das ist ein Spagat, der eigentlich sehr gut funktioniert und da stehe ich auch voll dahinter, ja.